Hey Leute, und zwar erstmal eine kleine Entschuldigung. Und zwar wird sich die Tonqualität in der heutigen Folge etwas anders hören. Das liegt aber auch an meiner eigenen Dummheit. Da ich mit dem falschen Mikrofon aufgenommen habe, beziehungsweise ich habe das falsche Mikrofon eingestellt gehabt. Und deswegen, ich hoffe, es stört auch nicht allzu sehr. Deswegen, viel Spaß bei der Folge. Hallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playergeller. Und in der heutigen Folge werden wir mal wieder im Clankrieg angreifen. Aber heute ist es etwas ganz Besonderes, und zwar wir sind im Clan Kriegshelden. Das ist ein total High-Level-Clan, kann ich euch sagen. Auch Kumpel von mir, Timo, Michael Boss, hat auch einen Kanal, ist hier drin, wie man auch sieht. Das ist, Alter, das ist schon richtig heavy, was hier für Leute drin sind. Alle ab 80, also 80 ist, glaube ich, hier schon das Mindeste. Beziehungsweise das Niedrigste. Und im Übrigen haben wir 65 gewonnene Clankriege, wie man hier sieht. Das ist für mich heavy. Das ist heavy shit auf jeden Fall. Leider sind wir momentan am Verlieren, aber wir gucken uns mal den Gegner an. 150 gewonnene Clankriege. Hier haben schon einige gesagt, dass die X-Mod, nee, I-Mod oder sowas benutzen. Das ist irgend so ein Mod, womit man die Bomben sieht, wo die Tesseln und so stehen. Ich weiß es nicht, was es ist, aber naja. Ich würde mal sagen, wir greifen jetzt im Clankrieg an. Ich glaube nicht, dass wir viel reißen werden, auch bei dieser Base. Die sieht mir ein bisschen ultra mächtig aus, aber wir werden es einmal probieren. Zum allerersten Mal mit der Truppenkombination Quadro war das, glaube ich. Haben wir Lava. Oh, Level 3, das ist nice. Und ich werde im Allgemeinen zum ersten Mal mit Lavahounds angreifen. Ich weiß ungefähr, wie man damit angreift, aber ich bin noch relativ unerfahren in der Strategie und deswegen hoffe ich mal, dass es gut laufen wird. Und ich würde sagen, die Nummer 17 werden wir uns jetzt vorknüpfen und ich werde euch noch einige Angriffe zeigen, damit es auch eine richtige CW-Folge wird. Klamburg werden wir nicht rauslocken, die wird so und so zerstört, schätze ich mal. Ich will von oben angreifen. Sieht mir sympathischer aus, wenn ich ehrlich bin, da das Rathaus schon eher in Richtung Norden zeigt, ja. Deswegen Angriff. Ja, ich versuche das Ergebnis zu verbessern. Zauber bereit, Klamburg bereit, Truppen bereit. Die Helden werden auch bereit. Deswegen würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück und gucken, was wir reißen können. Ich bin nervös. Ich bin echt nervös. Come on. So. Ah, Luftfeger, da ist ein Luftfeger. Da war ein Luftfeger, Mann. Was soll man tun, wenn ein Luftfeger da... Oh Gott. Oh Gott. Der erste Lavahound hat sich schon gespalten. Der erste Lavahound hat sich schon gespalten. Das sieht nicht besonders pornös aus momentan. Eieiei, oh nein. Heilzauber, komm. Heilt euch. Come on, Baby. Ihr müsst wenigstens, also ich will mindestens das Rathaus bekommen und 50%, wo momentan das nicht so schnieke aussieht. Das sieht weniger als schnieke aus, da die Klamburg noch lebt. Ich hätte einen Blitz. Oh. Ich würde sagen, wir fangen schon mal an, den Helden und die Queen zu setzen, sodass wir wenigstens 50%. Fuck. Mein Fehler, es tut mir wirklich leid. Ich habe gedacht, dass da... Ah, ich muss... Oh nein. Mach ihn fertig, mach ihn... Mir fehlen momentan die Worte für diesen grausamen Angriff, ey. Oh. Ja, das Problem ist, ich habe zum allerersten Mal mit Lavahounds angegriffen und dann noch mit Quadro, also drei Lavahound-Hunde und nur Ballons. Und ja, ich habe gesehen, David, Thomas, nimm einen Blitzzauber mit. Oh, fuck. Das war richtig mongolisch, asiatisch-mongolisch. Oh. Ah, scheiße, jetzt kann ich noch niemanden mehr in die 50% erfarmen. Super. Das habe ich super gemacht, wirklich. Das war so ein pornöser Angriff, wirklich. Also, nehmt euch ein Beispiel an diesem Angriff. Der war einfach... Oh, ich könnte ausrasten, Alter.
Ja, ich schaff keine 50% mehr. Es sind zu viele Gebäude da. Es tut mir wirklich leid, wenn mir momentan die Worte fehlen, aber so ein grausamen Angriff. Oh. Ich habe bis jetzt seit... Boah, ich habe schon... Wann war der letzte Fail? Ewig her. Ja, das Problem ist jetzt... Wobei... Ja! Das gibt's doch gar nicht! Ich werde euch jetzt einfach weitere Angriffe zeigen, also. Fangen wir einfach mit dem ersten an. War auch ein Fail. Wir hatten 59 fucking Prozent. Aber es hat ja nicht gereicht. Mit Go Wipe hätte ich da lockere 2 Sterne geholt. Aber. Naja. Ja, ich muss langsam mal anfangen mit Hybridangriffen, denn Hybridangriffe sind immer sehr nützlich für 3 Sterne, aber der Angriff, der war nicht pornös, nicht Knorke, der war einfach nur grottenschlecht. Ich will jetzt nicht rumragen, aber ja, ich will nicht sagen, der Angriff war super pornös, schlecht, also das war der schlechteste Angriff, den ich wirklich je gemacht habe. Ich glaube, da habe ich mit Level 30 besser angegriffen als jetzt mit dem hier, also... Bitte fang jetzt nicht in die Kommentaren an, ein bisschen rumzuhaten, weil mein allererster Angriff mit Lava-Hounds und dann noch Quadro ohne Minions. Ich dachte, es wird besser funktionieren, aber falsch gedacht, ne? Falsch gedacht. Wir gucken uns einfach vom ersten Tor, also Team of Michael Boss, den Angriff an. Einen Stern hat er geholt. Nicht das Optimalste, aber auf jeden Fall besser als mein Angriff. 49% haben wir geholt. Ja, Go Wipe ist eine bessere Strategie dafür. Da hat er einen Golem von oben gesetzt. WhatsApp interessiert mich momentan nicht, also. Ah, Manometer. Manometer. Also, ich könnte ausrasten. Nee, es ist nur ein Handyspiel, aber. Ey, ich könnte da wieder ausrasten, ey. Heute ist sowieso nicht schon mein Tag und dann jetzt noch diese Sache hier, also das ist wirklich... Barney Stinson ist in Clan eingetreten, das freut mich auch beigetreten. Das Rad hat sich gesnaggelt, 50% hat er auch nicht geschafft, aber... Es tut mir wirklich leid, wenn ich momentan nicht reden kann, aber mir fehlen die Worte für diesen grottenschlechten Angriff. Deswegen werde ich euch einfach weitere... Angriffe hier zeigen und ich hoffe, ihr seid ein bisschen zufrieden damit, aber ich bin momentan nicht in der Stimmung, weiter aufzunehmen. Ich hätte beinahe einen Rage Quit gemacht, wäre vielleicht witzig gewesen für einen oder den anderen, aber... Naja, gucken wir uns jetzt den nächsten Angriff an. Ich glaube, der war ein bisschen erfolgreich. Ich glaube, das waren 2 Sterne, ne? Ja, mit Go Wipe bin ich halt erfolgreicher als mit solchen Luftangriff-Einheiten. Luftangriff-Einheiten? Barney Stinson wurde von Thor befördert, okay? Jo, Blitzzauber hat er mitgenommen, hätte ich auch machen sollen, aber nein. Ich denke mir immer, Blitzzauber brauchst du nicht, Thomas, denn du schaffst es irgendwie, die Klamburg rauszulocken und diesmal habe ich es gar nicht gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, ja, vielleicht sind da nur Bogenschützen oder sowas drin, wie beim letzten Angriff bei der Nummer 18 von mir. Und deswegen, scheiß drauf, Oxy. Wir nehmen keinen Blitzzauber mit und jetzt habe ich gesehen, was ich davon habe und das war jetzt mongolisch-asiatischer Bullshit, würde ich sagen. Schöner Angriff von Dollar V Euro I Schrägstrich I. Ja, das ist auch eine Hybrid-Taktik hier gewesen. Genauso was meine ich mit Hybrid-Taktik. Mit Hybrid-Taktik kann man wirklich einiges reißen und allein schon die Lava-Welpen hier, die machen auch einiges wett. Denn der Barbarenkönig, ne, der kann nichts machen, da er keine Lufteinheiten angreifen kann und deswegen.
Ja, dafür habe ich schon mal Titel für die Folge und deswegen wird es eine etwas witzigere Folge und deswegen, ich kann ja nicht alle Angriffe zeigen, da es zu viele wären, aber wenn ihr wollt, kann ich euch jetzt noch meinen Angriff zeigen. Auf die Nummer 18, 74% habe ich geholt, 2 Sterne. War auf jeden Fall erfolgreicher als der erste mit Go Wipe, weil ich mit Go Wipe viel geübter bin und viel mehr reißen kann. 3 Sterne schaffe ich mit Go Wipe nicht, aber 2 schaffe ich wirklich immer sicher und ich hoffe, dass ihr nicht rumhaten werdet, ey. Oh. Ich bin gerade wirklich nicht in der Stimmung, irgendwie was aufzunehmen, aber muss ja sein und deswegen werden wir jetzt einfach weiter aufnehmen. Ist gerade sowieso erst 20 nach 8 und deswegen. Ich hoffe mal, dass ihr mein Outlast-Video gesehen habt. Denn ich habe mir viel Mühe gegeben. Zumindest dieses Spiel finde ich relativ gut, kann ich weiterempfehlen. Und deswegen würde ich empfehlen, dass ihr euch das Video auch mal guckt. Werde ich am Ende noch verlinken und dann könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Boogie 6, Baba Lucky's 5. Und deswegen 74%. Ich würde sagen, dann beenden wir die Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, Nintendo-Spiele oder Horror-Games, lasst dem Thomas ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dass wir nicht beobachtet werden. Ich bin mir ganz sicher, dass wir beobachtet werden. Momentan ist es ja noch relativ hell hier drinne. Nein, das wollte ich nicht. What the fuck?